Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Heute werden wir wieder etwas Chinesisches zur Abwechslung mal kochen in Shana. Und zwar werden wir hier Geschnetzeltes mit Brokkoli in einer leckeren chinesischen Soße kochen. Das ist ein wahrhaft köstliches Gericht. Mir persönlich wundert es sehr. Und es geht auch sehr schnell zuzubereiten. Allerdings muss man das Fleisch vorher marinieren und eine Nacht im Kühlschrank aufbewahren, bevor man es dann am nächsten Tag zubereitet. Das tun wir zum einen deshalb, damit das Fleisch auch wirklich zart sein wird, denn die Koch- und Bratzeit wird dann sehr kurz sein. Und zum anderen deshalb, weil es einfach einen unverwechselbaren, intensiven Geschmack gibt, wenn man das Fleisch vorher mariniert. Damit fangen wir auch gleich an, indem wir 200 Gramm Geschnetzeltes vom Hähnchen jetzt in eine kleine Schüssel geben und etwa 4 bis 5 Knoblauchzehen dazufügen. Ferner werden wir 1 bis 2 Esslöffel Stärke hinzugeben, Speisestärke, 2 Esslöffel Sojasauce, 1 Esslöffel Essig, 1 Esslöffel Öl. Und dann kommt eigentlich noch ein Esslöffel Zucker hinzu, das hatte ich vergessen, das werde ich aber später noch hinzufügen. Dabei rühren wir, also vermischen wir jetzt einfach alles schön gründlich um, damit das Fleisch schön mit dieser Marinade in Berührung kommt von allen Seiten. Und hier kommt dann auch schon der Esslöffel Zucker hinzu, den ich vergessen hatte. Wir rühren noch einmal alles um, vermischen nochmal alles gründlich und dann ist es auch schon fertig, das Ganze zum abdecken. Wir werden das jetzt abdecken und dann für eine Nacht in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Tag werden wir dann das marinierte, vorbereitete Fleisch in einer beschichteten Pfanne mit Öl anbraten. Und zwar so lange, bis das Fleisch weiß sein wird, als auch zum Teil goldbraun. Es bekommt eine goldbraune Farbe wegen diesen anderen Zutaten, die darin schon enthalten sind. Vor allem wegen der Speisestärke bekommt es dann eine goldbraune Farbe. So sieht es dann aus. Und dann werden wir auch schon Knoblauch und Ingwer hinzugeben. Ich habe dann hier ein etwa 4 cm großes Ingwerstück fein gerieben und etwa 4 Knoblauchzehen gepresst, die ich dazu hinzugegeben habe. Und dann braten wir das Ganze nochmal etwa 5 Minuten lang an, bis Knoblauch und Ingwer anfangen etwas braun zu werden, bevor wir dann den Brokkoli hinzugeben werden. Brokkoli habe ich hier jetzt gefroren, in gefrorener Form hinzugefügt, das sind etwa 250 Gramm. Wir braten den jetzt auch nochmal 5 Minuten lang zusammen mit dem Fleisch und Knoblauch und Ingwer an. Währenddessen werden wir dann auch schon die Soße zubereiten. Und zwar nehmen wir die Schüssel, wo das Fleisch vorher drin war, geben eine Tasse Gemüsebrühe hinzu. Man kann auch Hühnerbrühe hinzugeben, 2 Esslöffel Sojasauce, 1 Esslöffel Essig nochmal wieder. Dann habe ich hier so einen Traubensirup, von dem ich auch nochmal einen Esslöffel hinzufüge. Dann kommt auch nochmal wieder ein Esslöffel Speisestärke hinzu, also praktisch die gleichen Zutaten wie vorher in der Marinade, plus einen Esslöffel Zucker auch wieder, mit Ausnahme des Traubensirups, den ich noch hinzugefügt hatte, als auch des Ketchups, den ich noch später hinzufügen werde. Alles mit dem Schneebesen gründlich umrühren, damit keine Klumpen entstehen. Und dann kommt noch der Ketchup hinzu. Und zwar habe ich hier etwa 2 Esslöffel Ketchup noch hinzugefügt. Auch nochmal alles gründlich vermischen mit dem Schneebesen. Und dann, sobald jetzt der Brokkoli etwa 5 Minuten mitgebraten wurde mit dem Fleisch, werden wir dann auch schon die Soße hinzufügen. Wir bringen das Ganze dann zum Kochen und drehen dann die Flamme klein und lassen das Ganze nochmal 5 bis 10 Minuten vor sich hin köcheln, bis der Brokkoli fast gar ist. Dann geben wir noch einige asiatische, gefriergetrocknete Kräuter hinzu für den Geschmack. Und dann ist das Gericht auch bald schon fertig. Wichtig ist eben, dass der Brokkoli hier nicht ganz durchgekocht werden sollte, denn in der asiatischen Küche ist die Kochzeit immer nur sehr kurz und das Gemüse wird nur al dente gekocht, also nur bissfest, nicht ganz durchgekocht, damit noch einige der Vitamine erhalten bleiben und damit auch die Farbe des Gemüses eine schönere bleibt. Ja, und damit ist das Gericht dann auch schon fertig. Wir können das ja auch schon servieren. Ich serviere natürlich wie üblich immer mit meinem Vollkornreis, einfach weil der sehr viel gesünder ist als der weiße Reis. Obwohl in der asiatischen Küche meistens natürlich weißer Reis serviert wird, aber das kann man machen, wie man möchte. So sieht das Ganze dann aus. Es schmeckt wirklich köstlich, mashallah. Ihr müsst das unbedingt einmal ausprobieren.
Um das Ganze noch etwas gesünder zu machen, könnte man natürlich theoretisch den Zucker mit Honig ersetzen. Das würde auch sehr lecker schmecken. Das wird auch in der asiatischen Küche oft benutzt. Und man könnte auch die Speisestärke mit Vollkornmehl zum Beispiel ersetzen. Das würde genau das gleiche Ergebnis erbringen, genauso gut schmecken, nur eben etwas gesünder sein. Das könnte man natürlich machen. Auch wenn ich das diesmal nicht getan hatte, aber empfehlen möchte ich es euch trotzdem. Denn im Geschmack macht das wirklich keinen Unterschied. Das war es dann auch schon wieder für heute. Ich wünsche guten Appetit, viel Erfolg beim Nachkochen und berichtet mir doch in der Kommentarfunktion unten, wie gut euch dieses Gericht gelungen ist und wie gut es euch geschmeckt hat. Das würde mich sehr freuen. Dann sehen wir uns inshallah wieder das nächste Mal. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.